Hallöchen, meine Lieben, ich bin euer Thomas, aka Sparkoyote. Heute möchte ich euch ein Buch vorstellen, das ich sehr, sehr gut gefunden habe und auch sehr viel Mehrwert daraus ziehen konnte, das ich auch umgesetzt habe und auch im kommenden Jahr, respektive jetzt im 2021, umsetzen möchte. Denn ich möchte es auch noch einmal lesen. Das Buch nennt sich Essentialismus oder Essentialism von Greg McKinnon. Und, oder Mac, meine Güte, ich kann den Namen nicht aussprechen. Greg McKeown. Okay? Ich habe den Namen jetzt total zerstört, aber in diesem Buch, und das ist so ein bisschen, der Titel sagt schon, ein neuer Minimalismus erobert die Welt, ist sowas wie, ich sag mal, eine Subgruppe vielleicht von Minimalismus, wo man sagen kann, es geht um das, was einem essentiell wichtig ist. Und ich habe mir da, als ich das erste Mal gelesen habe, Anfang des Jahres 2020, paar Dinge aufgeschrieben. So die wichtigsten Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, zum Beispiel der Skill, Nein zu sagen, um sich auf das Wesentliche konzentrieren oder zu konzentrieren. Ja? Oder Ziele fürs Wesentliche setzen, Zeit für wesentliche Dinge, Prioritäten setzen, ja? Oder nehmen, sich nehmen, Entschuldigung. Und alles, was nicht essentiell ist, will sozusagen eliminiert werden. Das bedeutet, das muss man nicht unbedingt im Leben drin haben. Oder auch, umgekehrt gesagt, ein Nicht-Essentialist will alles machen, schafft aber nichts. Ja? Und das ist ein sehr spannendes Buch, weil es mir tatsächlich auch sehr geholfen hat, mich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Was mache ich eigentlich wirklich gerne? Was will ich wirklich machen? Und ich bin wieder an so einem Punkt, wo ich mir auch sagen muss, okay, ich muss wieder diesen Fokus finden. Ich habe ja letztens ein Video dazu gemacht, wo ich auch ein bisschen erklärt habe, wie das Ganze ist, dass ich mich wieder da auch refokussieren möchte. Das Jahr 2021 soll ja auch dafür sein, dass ich auch etwas mehr anfange zu delegieren und auch in dem Kontext sozusagen wieder mehr Zeit schaffe für andere wesentliche Dinge, die mir wichtig sind. Und das ist ein, muss ich ganz ehrlich sagen, ein guter Read, um einfach herauszufinden, was ist wichtig, weil hat auch praktische Dinge drin, wie zum Beispiel, wie findet man, oder sagen wir es mal so, wenn wir jetzt aktuell eine Tätigkeit haben, ja, oder in irgendwelchen Bereichen Erfolge haben, dann müssen wir diese Dinge nehmen und uns fragen, zwischen einer Skala von 1 bis 10, wie viel Energie und wie viel Geld würden wir da rein investieren, um wieder diesen Status quo, den wir bereits erreicht haben, zu erreichen? Lautet die Antwort, das will ich eigentlich gar nicht mehr oder da habe ich gar keinen Bock mehr drauf, dann bedeutet es, da sollten wir kein Geld noch keine Energie mehr rein investieren. Lautet die allerdings die Zahl zum Beispiel 8, 9 oder 10 oder sogar 11 in der Skala, bedeutet das, okay, dann machen wir eigentlich genau das Richtige aktuell. Und es bedeutet auch, so findet man dann auch Dinge raus, die man vielleicht jetzt die ganze Zeit über die letzten paar Jahre gemacht hat, die man einfach gemacht hat, weil man sie gemacht hat und eigentlich gar nicht wirklich wollte und nicht essentiell gewesen ist, die man auf einmal dann vielleicht mal versucht wegzulassen und merkt, hey, ich kann auch vollkommen ohne das leben und das Leben macht jetzt noch viel mehr Spaß, weil ich mehr Zeit habe für die Dinge, die für mich essentiell wichtig sind. Und das ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, eine gute Weiterentwicklung vom Thema Minimalismus, weil man hier auch wirklich eine fixe Definition für sich selber machen kann und sagen kann, das ist essentiell wichtig für mich und das möchte ich so machen. Und da spielt dann die Zeitkomponente nicht mehr so eine wesentliche Rolle, aber auch nicht mehr die Geldkomponente so eine wesentliche Rolle. Wenn es mir persönlich zum Beispiel einfach wichtig ist, zum Beispiel gesund und gut zu essen, dann stellt sich die Frage mit dem Geld nicht mehr wirklich, weil dann sage ich einfach, ich will gesund, gut essen und das, was mir schmeckt. Na? Und dann, wenn das 800 Franken im Monat kostet, dann kostet das 800 Franken im Monat. Dann ist mehr so die Frage, okay, wie kann ich jetzt, weil mir das essentiell wichtig ist, diese 800 Franken im Monat mir leisten. Na? Und nicht sagen, okay, Geld ist mir essentiell wichtiger als das, was ich esse und gesund esse und dass es mir schmeckt. Dann ist es sozusagen, ja, dann ist dir Geld essentiell wichtiger als in dem Moment deine Gesundheit, dein Geschmack oder halt dein Erlebnis. Ja? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die ich auch in den vergangenen Jahren immer mehr und mehr gemerkt habe, weshalb auch zum Beispiel, no pun intended, der Frugalismus für mich zum Beispiel nicht so ein großes Thema ist, weil da wird Geld halt relativ stark indirekt, nicht direkt, aber indirekt in den Vordergrund gestellt,
obwohl das nur ein Mittel zum Zweck ist. Ne? Und das ist so eine spannende, muss ich ganz ehrlich sagen, eine spannende Erfahrung, die ich gemacht habe, dieses Jahr, also dieses Jahr nicht, aber halt letztes Jahr, 2020. Kennt ihr das so? Ihr schreibt so auf dem Zettel, schreibt ihr dann das Datum und dann einfach noch 2020 statt 2021. Das dauert so ein, zwei Monate, genauso ist es auch mit dem Reden. Aber was ich damit sagen will, ist, das Jahr 2020, auch als ich das Buch gelesen habe, war für mich auch so ein transformierendes Jahr, zum Beispiel beim Einkaufen gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Coop reingehe und den Wocheneinkauf mache oder einfach einen größeren Einkauf mache oder einfach einkaufen gehe, ich persönlich schaue nicht mehr aufs Geld. Ich schaue nicht mehr darauf, wie teuer es konkret ist. Ich sage einfach, ich möchte das essen, ich habe auf das Lust oder das ist gesund und das möchte ich jetzt gerade, dann nehme ich das. Natürlich, wenn ich gerade sehe, hey, da ist 50% Kleber drauf und ich esse es eh heute, dann nehme ich das halt mit dem 50% Kleber. Das ist natürlich in Ordnung, aber ich gehe da nicht extra schauen, oh, gibt es jetzt das nochmal günstiger irgendwo da oder von der No-Name-Marke, sondern ich nehme dann entweder die No-Name-Marke, weil mir das einfach besser schmeckt, oder ich nehme da halt die Marke, zum Beispiel Tomi Mayonnaise, weil mir das besser schmeckt. Und bei der Ravioli ist es halt die Pri-Garantie-Marke, die mir am besten gefällt, rein geschmacklich zum Beispiel. Und das sind halt solche Punkte, die ich tatsächlich auch durch dieses Buch mitnehmen konnte, weil für mich es einfach nicht essentiell ist, sozusagen auf den Preis zu schauen beim Essen. Natürlich, und das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, das muss man sich wahrscheinlich auch irgendwie erarbeitet haben, weil das Ding ist natürlich, man muss auch ein bestimmtes Einkommen sich erarbeitet haben, um dann auch sagen zu können, okay, beim Essen schaue ich nicht mehr wirklich aufs Geld, weil ob es dann 500 mal in einem Monat kostet oder ob es mal 1000 kostet oder ob es mal 800 kostet oder ob es mal 700 kostet und dann wieder 900 oder dann mal 400, dass das dann egal ist sozusagen und einem nicht stört. Wenn man natürlich sehr tight bei seinen Finanzen ist, dann ist es natürlich so, dass man sich das gar nicht leisten kann, eben sozusagen auf das essentiell zu achten, weil man halt zum Beispiel das Essen als essentiell so empfindet. Und dann ist es natürlich die Limitation durch die finanziellen Möglichkeiten, die man hat. Und da ist es dann auch wichtig zu verstehen, darum würde man halt entsprechend so viel Arbeit in den Status quo wieder reinstecken, um an diesen Status quo zu kommen. Weil man gewöhnt sich relativ schnell an den Status quo. Passiert auch mir persönlich, passiert wahrscheinlich jedem Menschen. Ich bin da wahrscheinlich nicht die Ausnahme. Und da muss man sich immer wieder so hervorheben, okay, ist es das wert? Und wenn es das wert ist und es auch Spaß macht, dann weiß man, man ist da auf dem richtigen Weg. Aber ist es das auf einmal nicht mehr wert oder man hat da völlig andere Interessen mittlerweile, dann sollte man das unbedingt ändern. Und ich muss sagen, es ist ein relativ dickes Buch, aber heißt nicht, dass es schlecht ist. Ich muss aber sagen, wenn man dieses Buch gelesen hat und das, was da drin steht, umsetzt, geht einem eigentlich einiges viel, viel leichter vonstatten. Und darum möchte ich es auch dieses Jahr oder das kommende Jahr einfach richtig lesen, weil ich da richtig, richtig Bock nochmal darauf habe, das Wissen oder auch nochmal ein paar neue Learnings daraus rauszuziehen und das dann auch in meinem Leben anzuwenden. Weil eines der krassesten Learnings, was ich auch das Jahr 2020, letztes Jahr, angewendet habe, ist nämlich der Skill, Nein zu sagen. Ich habe im Jahr 2020 durchaus sehr oft Nein gesagt, weil ich einfach mir bewusst geworden bin, dass Zeit halt das wichtigste Gut ist und jedes Mal, wenn ich Ja sage, ich weniger Zeit für die wichtigen Dinge habe und die wesentlichen, essentiellen Dinge. Und das ist dann zum Teil auch, da sagst du dann Nein zu einem Deal, wo du vielleicht auch ein bisschen da, ich sag mal, ein bisschen Zeit investiert hast und auch gesagt, es wäre eine coole Sache, aber da sagst du dann vielleicht auch Nein zu einem Deal, weil es halt nicht so ein Hell Yes ist, weil es halt einfach nicht passt und du dann auch irgendwie gemerkt hast, ja, das ist eigentlich nicht so wirklich was Gutes und da sagst du halt einfach Nein dazu. Auch wenn es vielleicht 10, 20.000 Franken oder so gebracht hätte, dann sagst du halt schlussendlich trotzdem auch Nein, weil es halt nicht passt. Passt irgendwie für mich irgendwie nicht. Auch wenn es vielleicht cool gewesen wäre, es passt dann irgendwie doch nicht. Dann muss man manchmal auch halt einfach Nein sagen, konsequent. Oder auch schon von Anfang an, wenn man so sieht, okay, das ist jetzt nicht ein Hell Yes, das ist so ein So lala, dann einfach direkt Nein sagen. Ja? Und das ist das, was ich für mich auf jeden Fall auch mitgenommen habe enorm und auch fürs Jahr 2021, also jetzt wirklich nochmal vertiefen möchte, dass ich da auch nicht zu viel Ja sage zu vielen Dingen, sondern auch einfach mal konsequent Nein sage und
entsprechend auch eben Zeit in dem Kontext spare und die dann eben für die essentiellen Dinge verwenden kann, ob das jetzt Familie, Freunde, Freundin, Projekte, whatever ist, oder halt lesen oder halt auch einfach relaxen, den Körper Sport machen und so weiter. Und das ist das, was ich euch mitgeben kann, das Buch. Es ist wirklich ein sehr guter Read, ob jetzt Englisch, Deutsch ist egal. Ich habe es auf Deutsch gelesen. Essentialismus, die konsequente Suche nach weniger, ein neuer Minimalismus erobert die Welt. Und ich kann euch das Buch echt nur empfehlen. Ich habe wirklich sehr viele Bücher gelesen. Ich lese jetzt aktuell so 40, 45 Bücher pro Jahr. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr es euch holen wollt auf Amazon. Ist gar nicht so teuer. Sehr guter Read. Ich bedanke mich bisher fürs Zuschauen. Hoffe, ihr konntet da was Kleines mitnehmen. Ihr wurdet da so ein bisschen, ja, ich sag mal, sabberig auf dieses Buch. Es ist ein sehr gutes Buch. Und ich werde es auf jeden Fall dieses Jahr noch einmal lesen. Das habe ich mir vorgenommen, um noch mehr umzusetzen. Weil nur Wissen, das umgesetzt wird, bringt euch auch was im wirklichen Leben. Wenn ihr nur Bücher lest und nichts dabei umsetzt, dann könnt ihr das Lesen sofort auch sein lassen. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet da Spaß dran. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch solche Videos gefallen zum Thema Bücher. Sucht da immer so am Ende des Jahres oder halt Anfang des Jahres immer ein paar Bücher rauszusuchen, die ich euch vorstellen möchte. So meine persönlichen Favoriten von den vielen Büchern, die ich gelesen habe. Und das ist halt eines davon. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Checkt auch gerne den Finanzrudel Community Club an, finanzrudel.ch/club, oder einfach unten in die Videobeschreibung schauen. Da könnt ihr euch auch nach Buchempfehlungen fragen von anderen Leuten aus der Finanzrudel Community. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschö, Leute.